Die Runde 6. Beginnen wir wieder in einer Lücke zwischen den beiden Stäbchengruppen, daher zwei Kettmaschen, eine in die Lücke, um in die Lücke zu gelangen. Drei Luftmaschen ersetzen das erste Stäbchen und zwei Stäbchen. Drei Luftmaschen und drei ganze Stäbchen. Ich rede immer von ganzen Stäbchen hier, auch wenn ich es nicht extra dazu sage. So, und nun sieben Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und du siehst, ich häkle die recht eng. Das soll so eine enge Kette sein. Und wieder in der nächsten Lücke drei Stäbchen, drei Luftmaschen, drei Stäbchen. 1, 2, 3, 1, 2, 3 Luftmaschen, 1, 2, 3 und 7 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also so weit über die ganze Runde. Das heißt, wieder in die nächste Spitze. Drei Stäbchen, drei Luftmaschen, drei Stäbchen, danach sieben Luftmaschen. So, nach der letzten drei Stäbchen, drei Luftmaschen, drei Stäbchen-Gruppe endet die Runde mit sieben Luftmaschen. 4, 5, 6, 7 und einer Kettmasche in die oberste Wendeluftmasche. Vom Anfang. So sieht unser Sternchen nun aus. Das wird dann so gedehnt.